Hallo Leute und willkommen zurück zu Return to Mysterious Island. Ja, ich bin wieder hier mit meinem ganzen Kram und habe im letzten Part noch ein paar Sachen zusammengebastelt. Und ja, das habe ich irgendwie so einfach mal probiert, um danach jetzt eigentlich nochmal nachzulesen, was habe ich eigentlich nochmal genau vor und mal so ein bisschen Zeit für mich genommen, um das zu verstehen. Und ich denke, wir sind hier eigentlich auf einem sehr, sehr guten Weg. Hier haben wir zum Beispiel gerade Salpetersäure mit Pottasche und Rohr- und Zinkstreifen zusammengebastelt. Das wird diese Bequerel oder wie man es ausspricht, Batterie höchstwahrscheinlich. Und hier haben wir Salpetersäure und eine kleine Menge Schwefelsäure. Und hier haben wir Schwefel und Holzkohle. Und ich habe mich jetzt nicht hier irgendwie groß gespoilert mit, was ich hier zusammenbauen soll und mache das jetzt einfach so alles hintereinander, sondern das sind wirklich Sachen, die ich selber zusammengebastelt habe, ohne irgendwie in die Lösung zu gucken oder so und versuche das jetzt halt zu verstehen. Und eigentlich müsste aus diesem Kram hier das Schießpulver werden. Und ja, wir haben ja wie gesagt hier verschiedene Bausteine, an denen wir arbeiten müssen und ist immer ein bisschen blöd, wenn man dann so hin und her springt, aber ich kann mir vorstellen, dass man das hier eigentlich nochmal auflösen müsste. Deswegen nehme ich das einmal kurz weg. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, weil das würde eigentlich auch hierhin passen. Nicht hierhin, sondern hierhin. Aber da das nur drei Teile sind, packe ich jetzt mal den Schwefel dazu. Das geht nicht. Und das hier auch nicht. Okay, dann habe ich mich vielleicht geirrt. So, warte mal. Ich kümmere mich jetzt nur mal ums Schießpulver. Wo stand denn das? Schießpulver, Salpeter, Holzkohle, Schwefel. Ja, das Ding ist, mein Problem war jetzt, wenn ich darüber nachgedacht habe, dass ich jetzt Salpetersäure habe, aber nicht nur Salpeter. Und deswegen gehen wir jetzt nochmal nach unten. Da war ja das Salpeterzeug. So, an der Wand hier irgendwo. Da ist es, genau. Und dann gehen wir wieder nach oben. So, weil wenn wir das schon mal hinkriegen, das wäre ja super. Dann sind wir ja schon mal wieder einen ganzen Schritt weiter, so Salpeter. So, damit wir nicht nur die Säure haben. Wahrscheinlich hat mich das letzte Mal auch wieder verwirrt, weil dann hatte ich das eine und das andere wieder nicht. Und dann denke ich immer, ich muss es irgendwie zurückdestillieren oder so. Ist ja aber gar nicht so. Quatsch, ich will das zum... War das das hier? Nee, das ist die Batterie, die ich mache. Ich hab voll die Mucke. Wo ist denn das? Nee. Nee. Bin ich jetzt doof? Jetzt habe ich die Sachen rausgenommen, ne? Deswegen. Ach so, Moment. Okay, warte, wie mache ich das so? Das und das nochmal zusammen. Und jetzt kommt Salpeter dazu und dann habe ich Schießpulver. Jawohl. Sehr gut. So, ganz so doof, wie ich manchmal denke, bin ich dann doch nicht. Pulver. Das Schießpulver. Ist das jetzt für die Flinte oder für die für diese Kanone? Nee, es ist für die Flinte. Alles klar. Wenn wir die jetzt haben, das wollte ich ja die ganze Zeit das letzte Mal schaffen, dann könnten wir doch das Monster angreifen, oder nicht? Klappt das nicht? Weil... Warte. Jawohl. Ich glaube nicht, dass es tot ist. Aber ich habe es sicher verscheucht. Hoffe ich zumindest. Cool. Okay. Ohne Taucheranzug kann ich nicht unter Wasser. Das habe ich mir ja auch das letzte Mal fast schon gedacht. Davon nehme ich mir nochmal was, falls ich es brauche. Dann muss ich mich nochmal zurück. Dann müssen wir ja nur noch eigentlich den Taucheranzug so langsam mal fertig kriegen. Nee, hier wollte ich gar nicht hin. Entschuldigung. Ich wollte hier wieder hin. Und dann habe ich hier noch gesehen, bin ich auch gerade eben gleich am Anfang des Parts rübergegangen. Hier mit der Hand kann ich mir auch noch mal eine Kanonenkugel nehmen. Und dahinter ist auch noch was. Verhärtetes Pulver. Ich denke, das sind auch noch Sachen, die sollte man nicht übersehen. Wenn wir jetzt hier eine Kanonenkugel haben, dann kann ich die doch vielleicht schon direkt da reintun. So. Die Kanone ist nicht richtig geladen. Aha. Da muss also noch was dazu, oder wie verstehe ich das?
Was ist das? Sie haben in der Hand verhärtetes Pulver. Dieses Pulver ist nass geworden. Jetzt ist es verhärtet und gegenwärtig nicht zu verwenden. Verhärtetes Pulver ist nur mit großem Kraftaufwand wieder in seinen ursprünglichen Zustand zu bringen. Was auch immer das heißt gerade. Das ist mir jetzt auch neu. Kann ich mit großer Kraft, kann ich das da rein... Nee, das, kann ich das erhitzen oder so? Großer Kraftaufwand, aber dann würde ja irgendwas anderes verstehen. Ich denke nicht, nee. Großer Kraftaufwand ist wahrscheinlich was anderes. Genau, mach mal dein Feuerchen wieder an. Denn das mit der Kanone, cool, das sollten wir auch bald wieder hinkriegen hier. Wir sind ja hier auf dem besten Weg. So, packe ich das mal wieder zurück. Dann war ich hier bei der Becquerel-Batterie. Bestandteile Pottasche haben wir, Salpeter, so haben wir auch, Zinkstreifen, Glasrohr verschlossen mit einem formbaren, porösen Material. Und dann habe ich gesehen, dass ja hier diese Zeichnung ist, die ich die ganze Zeit irgendwie gar nicht beachtet habe. Und dann ist das ja wie so ein verschlossener Behälter. Und das Ding ist, aus was machen wir jetzt das Glasrohr? Wenn hier, die haben wir die Rohr- und Zinkstreifen, wir haben Pottasche, wir haben Salpetersäure. Ich weiß nicht, ob jetzt hier das Glasrohr kommen soll oder Ton, denn das ist auch ein poröses und gut formbares Material, das für viele Dinge zu gebrauchen ist. Und das geht sogar. Ich glaub's nicht, aber trotzdem ist mir das immer noch mit diesem Glasrohr ein Rätsel. Jetzt fängt es auch schon wieder an zu beben. Hier. Geht los. Ich kann ja dann immer nichts machen. Es bebt das halt. Das muss ich nicht nochmal machen. Also. Gut, ich weiß nicht, was hier noch dazu soll. Was. Da ist der Peter, was willst du denn noch? Da möchtest du hier. Wozu benutzt man denn so eine Batterie? Ist die jetzt für mein Telefonkram oder wie? Das weiß ich auch nicht. Hier haben wir auch unsere Strickler, die können wir dann auch mal wieder runterwerfen, aber dann habe ich Angst, dass das Äffchen wieder kommt. Aber zumindest könnten wir einmal nochmal wieder runter. Werden wir wahrscheinlich auch nochmal müssen. Ach, Salpetersäure, Schwefelsäure. Hier ist unser Taucheranzug. Was könnte da denn noch fehlen? Unsere Lampe, glaube ich, ne? Damit wir hier ein bisschen Licht mal haben. Ja. Luftflasche und eine Lampe. Genau. Können wir mit der Batterie die Lampe vielleicht aufladen? Die konnte man nämlich irgendwie aufladen. Ey, das läuft ja wie geschmiert hier. Das ist ja geil. Kann ich... Habe ich nicht noch eine Lampe gehabt? Nee, die habe ich, glaube ich, schon verbraucht. Na gut, dann nehme ich die dazu zum Tauchanzug. Da müsste der doch komplett sein, ne? Weil das andere habe ich ja schon im letzten Part gemacht. Das ist ja geil. Was sagst du dazu? Benutzen Sie eine vollständige Tauchausrüstung? So legen Sie diese automatisch an, sobald Sie sich unter Wasser... Das machen wir. Das mache ich. Da habe ich Bock zu. Ich will weiterkommen. Geil. So, Jepp, schauen wir, wohin dieser Schacht führt. Hoffentlich ist dieser Taucheranzug auch dicht. Sieh mal, in der Höhle liegt ein Schiff. Ein U-Boot. Geil, wir haben ein U-Boot gefunden. Ist total spannend. Was ist hier? Die Nautilus, 1860. Das ist ja krass. Irgendwie finde ich das Spiel voll gut. Was ist hier? Achso, hier kommen wir einfach wieder zurück. Ein U-Boot. Ja, ein U-Boot. Können wir dann hier die Treppe hoch? Achso. Na nö. Hier sind wir hochgekommen. Achso, dann können wir hier ins Ende vielleicht mal gehen. Nee? Da vielleicht? Kannst du hier einen Schalter oder so betätigen? Was ist denn hier? Sag mal was dazu. Ah. Oh. Und? Oh nein, was habe ich getan? Oh Gott. Oh! Wachroboter. Was? Nichts wie weg hier. Schnell. Wow.
Heftig! Was ist denn hier los? Diese Roboter hätten mich fast erwischt. Zum Glück können sie nicht ins Wasser. Aber ich wette, sie haben noch mehr fiese Tricks auf Lager. Ich bin sie bestimmt noch nicht los. Na toll. Was mache ich denn jetzt mit diesen Robotern? Vielleicht damit? Das Zeug stark genug, ein Tier mittlerer Größe umzunehmen. Aber es sind ja Roboter, es sind ja keine Tiere. Vielleicht, wenn wir die... Davon habe ich. Du sollst jetzt auch nicht, du sollst nach oben gehen. Können wir die irgendwie abschießen, aber mit der Schrotflinte das... Sind die da hinten? Ach, die sollen wir dann abschießen hier mit unserer Kanone, oder was? Mhm. Die Kanone ist... Noch nicht richtig geladen. Um die Kanone... Was wollt ihr denn da noch drinne haben? Kanonenkugel. Ich weiß halt nicht, was ich da am Anfang rein... Diese Batterie an. Nee. Den Rest brauchen wir eigentlich auch. Damit? Nee. Sie willst ja auch da ein Fass reinstecken. Ist ja auch Quatsch. Ja, weiß nicht, was kann man da denn noch reinpacken? Ich weiß nicht, was man da noch so reinpackt. Sie sagt ja aber auch nie was dazu. Vielleicht muss da ja was von diesen anderen Sachen noch dazu getan werden. Die Bäckquerel haben wir jetzt. Volta-Batterie. Das hatten wir auch schon gemacht mit dem Zitronensaft. Ich denke nicht, dass wir das jetzt nochmal machen müssen. Nitroglycerin. Salpetersäure, Schwefelsäure über Salpeter destillieren. Ist es das Nitroglycerin, was hier noch rein soll? Erhitzung von Eisensulfat, Schwefelsäure haben wir ja schon. Nitroglycerin hatten wir, glaube ich, noch nicht. Salpetersäure, Schwefelsäure. Salpetersäure und Schwefelsäure. Salpetersäure, Schwefelsäure. Und das soll zusammen destilliert werden. Wie mache ich das denn? Vielleicht noch mehr davon? Nee. Das da? Soll das dazu? Nee. Das Zeug, das wird das Nitroglycerin. Wir arbeiten hier an unserem Nitroglycerin, aber sie packt da nicht noch einen dazu. Salpetersäure und Schwefelsäure. Was kann man da denn noch zupacken? Moment. Ach, ich habe den Behälter einfach nur verstopft, oder was? Was habe ich jetzt? Pyroxylin. Wird hergestellt, indem man Pflanzenfasern mit so... Ach so, der Stoff ging also doch... Ja, den Tipp hatte ich ja zuletzt bekommen, dass ich meine Baumwolle hier, meine Hemden nehmen soll. Die sind ja auch aus Baumwolle, habe ich gar nicht dran gedacht gehabt. Aber ich dachte auch nicht, dass das geht. Hätte ich jetzt nicht, aber das hat das natürlich verstopft. Mhm. Aber was ist denn das für ein Behälter? Ich habe doch diesmal gar keinen Ton genommen. Aus was ist das denn jetzt entstanden? Okay. Wird auch Schießbaumwolle genannt und kann als Ersatz für Schießpulver genommen werden. Und? Jawohl, dann schieße ich das Ding jetzt ab. Hier, Lunte an. Puh, ich bin nicht getroffen worden. Spielende, klicken Sie mit links, um neu zu starten. Was? Was ist das denn? Habe ich denn jetzt alles noch? Taucherausrüstung, ja okay, ich muss jetzt nicht noch alles nochmal machen. Das ist ja aber auch ein Scheiß hier. Kann ich das nochmal machen? Hier ist ja das ganze Zeug auch gar nicht mehr. Kann ich das jetzt einfach nochmal anzünden? So? Ja. Also ich muss das... Puh. Komm her. Ja, wenn das Ding da nie in die Mitte fliegt, was soll ich denn da machen? Jetzt! Jetzt! Fertig. Erwischt. Jetzt sind die Robos weg. Ja, verstehe ich das richtig? Sind da keine mehr? Sind die dann auch unten nicht mehr, die Robos? Kann ich dann jetzt nach unten? Auf dem Deck steht ein Roboter Wache. Ich muss den richtigen Moment abpassen und schnell raufklettern.
Aha. Wo ist er denn jetzt? Der kommt da hinten nochmal jetzt rum, ja? Jetzt kommt er nochmal hier lang. Jetzt kann ich nicht hoch. Jetzt geht er hier rüber. Eigentlich. Vielleicht jetzt? Und dann schnell so rüber hier? So, zack, Nee. Nein. Nee. Jetzt geht er da lang. Komm mal rüber hier. Jetzt ist er viel zu nah dran. Jetzt schnell nach oben. Kann ich hier nichts machen? Hier nichts machen? Was soll ich denn da oben machen? Hallo? Ganz schön da dran. Check ich gerade nicht. Also den einen haben wir ja schon mal erledigt. Finde ich super. Was machen denn hier diese Roboter überhaupt hier unten? Voll Science Fiction, ey. Ich muss doch hier mit dem Schalter irgendwas machen können. Ziele. Ich habe mehr als 200 Bonuspunkte erreicht. Gut gemacht. Immer je nach 100 Punkten sollten Sie der Bildergalerie einen Besuch abstatten. Welche Bildergalerie denn? Ist das hier die Bildergalerie? Was soll ich machen? Mich den Robotern stellen, zu Nautilus zurückkehren und versuchen hineinzukommen? Alle denkbaren Lösungen sind gefährlich, aber ich muss jetzt die Initiative ergreifen. Ja. Ach, das war's jetzt schon hier mit den Bildern, oder? Ist das denn die Bildergalerie? Kann ich denn das Ding hier nehmen? Oh. Ups. Das war nicht so schlau. Ah. Ah, ich kann es also doch mit der Schrotflinte besiegen. Erwischt. Ja, okay. Gut. Kann ich jetzt diesen Schalter hier nochmal benutzen? Jetzt packen wir mal das Dings wieder weg. Jetzt kommt natürlich wieder ein Beben. Nee, doch nicht. Na gut. Wo kann ich dann hin? Der blöde Roboter ist weg. Leute, ich mach das doch gut. Also, da kann man doch nichts sagen. Das läuft doch ganz rund hier. Das ohne Lösung. Nur das kapiere ich nicht. Kann ich hier irgendwas, Ziele. Ja, das weiß ich doch. Dass ich das gut gemacht habe. Hier ist doch irgendwie eine Klappe vorhin aufgegangen. Warum kannst du den Schalter nicht nochmal benutzen? Kannst du das mit dem Schraubenzieher oder hier mit der Spitzhacke oder so? Muss ich hier irgendwas benutzen an diesem Schalter? Oder? Kannst du hier den Schlüssel vielleicht einsetzen? Da fehlt noch etwas. Ah, da fehlt noch was. Da fehlt noch etwas. Was denn? Da fehlt noch... Was? Eine handleere Schlüssel. An diesem Schlüssel waren einmal 4 grüne Kristalle. Ach so, ja, die müssen ja wieder aufgeladen werden. Kann ich das mit dieser Batterie? Und was... Wo sind jetzt diese Kristalle? Um den Schlüssel zu reparieren, müssen Sie 4 aktive Kristalle in die Sockel stecken. Wo sind denn die Kristalle? Weil ich meine... Ne? Ja. Also dazu ist auf jeden Fall der Schlüssel gut. Dann habe ich hier noch so eine Stahlkette, die ist aber nicht... Wo? Ich hatte die doch abgeschraubt. Ich weiß jetzt aber gar nicht, irgendwie hatte ich die hier irgendwo zugetan. Nee. Ich pack die mal raus. Ist ja auch unnötig jetzt hier gerade. Können wir hier die... Kannst du das... Muss ich was demontieren? Habe ich die Kristalle irgendwo zusammengebastelt? Aber einen Tauchanzug kann ich ja nicht demontieren. Das wäre Quatsch, dann kommt sie nie wieder weg. Flinte, Eisenspäne, Pulver. Das lasse ich auch mal lieber so. Ist hier noch was? Dieses verhärtete Pulver vielleicht. Irgendwie... Nee. Du kannst aber nicht... Das irgendwie, nee. Hm.
Ich weiß gerade nicht, wie das mit den Kristallen war. Ich erinnere mich, dass ich da waren das Salpeter, Feuersteine, das sind Federn. Peterson und Zinkstreifen. Es waren aber auch nicht die Zinkstreifen, oder? Nee, das war dieses komische Ding, was aussah wie ein Glasrohr. Ja, dann muss ich hier wohl nochmal weg, glaube ich. Das nutzt ja nichts. Geh nochmal nach oben. So. Davon Wasser hast du schon. Das willst du nicht nochmal. Dann gehen wir mal raus. Weil, damit ich diese Muschel nicht vergesse. Sonst vergesse ich das. Außerdem weiß ich jetzt auch nicht, wo ich die Dinger herkriege. Komm mal her, du. So, komm mal. Geh mal runter. Hoffentlich macht das Äffchen keinen Scheiß da, aber eigentlich müsste das ja weg sein. Was ist das denn da? Ach, der Roboter. Ach, hier, vielleicht finden wir hier Kristalle. Schwebdüse. Aha. Also, wie jetzt? Sie haben da eine Schwebedüse, ein Teil, das aus einem beschädigten Roboter stammt. Es ermöglicht den Robotern zu schweben. Kann ich das irgendwie auseinanderbauen? Hm. Nö. Vielleicht brauchen wir das ja noch, wenn wir was zum Schweben brauchen. Und irgendwo hier muss jetzt diese Muschel... Da ist ja noch einer wieder, oder? Ich glaub's nicht. Pass auf, ich mache auch noch mal platt hier. Oh, hallo. Übertreib mal nicht. Du Seppel, du. Ja, nicht mit mir. Erwischt. Mhm. Das hättest du wohl gerne hier. So. Habe ich noch eine Schwebedüse. Ja. So. Endlich will ich diese dusselige Dings. Die müsste hier irgendwo sein. Wo er meinte, Mina. Und ich habe die Auster oder was das sein soll, nicht gefunden gehabt. Da ist sie. Da ist die Auster. So, mach ich die auf. Mist, tada! Das Messer ist abgebrochen. Ja, toll. Und? Hast du nicht aufgekriegt, was? Mann, ey. Ja, dann machen wir die mit unserem anderen Messer auf. Da. Warum geht das nicht? Ja, aber ich muss die doch aufkriegen. Ich will meine Auster aufhaben. Ja, okay, jedenfalls haben wir eine Auster. Und da ist eine Perle angeblich drin, aber die kriegen wir da jetzt wohl noch nicht. Was ist das hier? Momentchen. Innerhalb beschädigter Schlüssel, der Schaft ist verbogen, aber einige der Kristalle sind aktiv und könnten noch nützlich sein. Das sieht doch super aus. So. Gehen wir da nochmal mit dem Schraubenzieher ran. So. Yeah. So, komm her, du. Zack. Oh, da müssen jetzt aber mehrere Kristalle rein, oder wie? Oder wie? Und der Rest ist vom Schlüssel weg? Oder kann man das jetzt dazu tun? Kann man das hier noch irgendwie... Das sieht nämlich auch aus, als wären da so Kristalle drin, ne? Nee. Das geht alles nicht. Schade. Es ermöglicht den Robotern zu schweben. Ja, aber wenn man das jetzt aufmacht wegen den grünen Leuchten. Ich will ja an die Kristalle kommen. Können wir in das U-Boot rein? Ist total spannend. Ich will das jetzt wissen. Ist das denn derselbe? Ja. Das ist ein Feuerstein. Ja, der bringt mir auch jetzt nicht viel. Vielleicht finden wir aber da hinten dann auch noch so einen Schlüssel. Da! Tatsächlich! So, zack. Schlüssel.
Raum ist hier. Tada! Das ist super. Jetzt habe ich schon 2 Kristalle. Ja. Warum kann ich das nicht hier aus diesen Dingern rauskriegen? Oder, ja. Aber das ist so offensichtlich, dass da eigentlich... Mir fällt auch nichts ein. Vielleicht hier unser Äffchen? Hier, guck mal, was der kann. Was ist das jetzt? Dieser Bereich ist für Jepp reserviert. Ihren Zahn... Der kann jetzt... Warte, Jepp, der kann jetzt schweben? Oh, was denn hier der Roboter? Dieser Roboter muss kaputt sein. Was? Was können wir hier... Aha, da soll ein Code rein. Mhm. Okay. Der hat aber noch mehr so eine Schwebedinger. Nautilus 1860. Wir schrauben es hier nicht. Nee, wir müssen hier jetzt einen Code eingeben. 1860. Kann man die Buchstaben auch ändern? Ach, warte mal. Was hier unten so, hier oben soll ja was stehen. Nemo vielleicht? Nemo? Wie schreibt man denn Nemo? Oder kommt das automatisch, was hier oben steht? Jetzt steht da Vico, aber da soll bestimmt Nemo hin. Nemo! Aus welchen Zahlen denn? Das ist ja alles mega spannend. Hätte ich gar nicht gedacht von diesem Spiel. Echt jetzt? Tja. Unser Äffchen kann schweben. Wie nützlich kann uns das denn sein? Was ist denn jetzt hier los? Das ist ja der Hammer. Die Roboter haben das also hier gemacht. Ist das eine gute Idee? Was ist das hier? Die Kiste ist zugeschraubt. Die können wir ja aufschrauben. Das ist zu hoch. Aber für unseren Affen nicht. Was, wenn der jetzt... Dann soll der das doch machen. Ah, Lähmungsgeschosse. Mhm. Warum kann der da jetzt nicht einfach rüber? Und wenn wir da so ein Spiegelkram oder so... Dann demontieren wir das erstmal. Wir wissen ja, dass der jetzt hier irgendwas kann. Aber jetzt geben wir ihm mal den Schraubenzieher. So, und dann soll der da oben hochklettern und das abmachen. So. Yep. Ja. Oh Gott. Was hier denn? Ach so, das ist so, das kann ich selber machen. Ich muss jetzt nicht hier irgendwie... Das hat ja schon gerade grün geleuchtet. Die müssen miteinander bestimmt verbunden werden. Mhm. Das ist schon mal gut. Das ist auch gut. Muss ich woanders noch was ändern? Ne, 3 waren besser. Das ist schon mal gut. Also der hier, der geht hier lang. Der geht auch da lang. Das heißt, die können auch, ist egal, an verschiedene gehen. Warum leuchtet der grün? Ach so, weil der hier unten dann lang geht. Und dann, also die kommen jetzt eigentlich alle hier unten bei dem an. Ich glaube, die sollen aber eher hier hin. Da muss ich noch was ändern. Wie ist es denn am besten? So sind zumindest die oberen 3 verbunden. Mach ich den mal so. Das macht nichts. Ich lasse den mal so.
So mache ich den. Den mache ich so. Will ich eigentlich den mal ändern? Ja, obwohl. Doch, ist gar nicht schlecht vielleicht. Wie kriege ich denn den zweiten mal hin? Tü-tü-tü. Das kann noch eine Weile dauern. Das finde ich auch gut. Dann sind die alle drei jetzt verbunden? Allerdings, doch, die gehen alle in die Mitte sogar. Ne? Ja, die gehen alle in die Mitte. Ich glaube, so ist schon mal richtig gut. Jetzt muss ich eigentlich nur noch die oberen beiden hinkriegen und natürlich vermassel ich es mir mit oben dann wieder. Jawoll! Ha! Ha! Ich bin stolz auf mich. Jetzt können wir da oben lagen. Und was habe ich jetzt davon? Oh. Oh oh. Hier ist voll das Gewitter. Was ist los? Ich kann nicht hier bleiben. Dieser Roboter wird mich sehen. Ja, aber du hast so eine Schrotflinte. Du hast so eine Schrotflinte. Mach dir mal nicht so einen Kopf hier. Wir kriegen das. Wir kriegen alles hin. Nicht da lang. Oh, oh. Ja, wieso erschießt du den denn nicht einfach? Wo ist denn das Problem? Machst du doch sonst auch. Ich kann... Nicht da... Verstehe ich nicht. Sie hat die anderen doch auch erschossen. Ja, geht doch. Erwischt. So, jetzt kriege ich nämlich auch die nächsten wieder. Wo ist der Schlüssel? Da. Langsam habe ich den Dreh raus. Und dann liegt da nur noch so ein Holzding immer. Mhm. So. Yeah. Noch einer. Dann können wir das U-Boot aufmachen. Ist das nicht toll? Dann müssen wir den Roboter erschießen. Und ja, jetzt gibt's hier auf der Insel Roboter. Und oh, voll Action, Adventure, Science-Fiction-Spiel. Finde ich gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.